herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Und ja, ich habe mich dann doch nochmal ein bisschen entschlossen, umgeschaut, auch wenn wir jetzt hier ein bisschen was gemacht haben, dass ich hier doch gar nicht eigentlich mehr sein möchte, so wirklich. Das heißt, wir nehmen jetzt hier so ein bisschen unseren Kram mit, was wir so dabei hatten, beziehungsweise noch dabei haben. Und dann werde ich umziehen. Und zwar ziehen wir ganz woanders hin, das zeige ich euch gleich, Sekunde einmal. So, jetzt baue ich das hier einfach mal ab eben alles. Auch wenn wir das zwar schon alles hier hingebaut haben, dies, das, aber wir brauchen es nicht. Ich habe nämlich ich hatte mich nochmal ein bisschen umgeguckt, ne, so ein bisschen, ja, hier rumgelaufen, so offscreen, um zu gucken, wo wir wirklich einen richtig geilen Platz haben, weil das Problem hier ist einfach, ich möchte ungern diesen ganzen riesigen Berg irgendwie abtragen. Das wird einfach zu viel auf die Dauer und das würde euch auch sicherlich langweilen, wenn ich den ganzen Tag oder keine Ahnung wie viele Folgen lang nur diesen ganzen Scheiß da abbauen würde. Deswegen baue ich das hier jetzt alles weg. Ne, das Holz, das können wir ja ruhig mithaben. Ne, das haben wir uns ja schon hart erkämpft, deswegen nehme ich das auch mit. Und dann, Scheiße. Dann muss ich dann nochmal die Werkbank aufbauen. Und crafte mir nochmal schnell hier so ein bisschen was zurecht. So. Zack. So, und dann, gehen wir gleich woanders hin. Mal schauen, ich weiß noch nicht genau, ob ich es finden werde, weil ich habe einmal so ein bisschen halt rumgeguckt, ne, was man hier halt so noch machen könnte. Hier habe ich natürlich noch ein bisschen, ja, das braucht auch kein Schwein. Was haben wir hier jetzt alles im Inventar? Alles so ein Grünzeug. Naja, schauen wir mal. Jetzt wird es natürlich dunkel, das ist natürlich richtig cool. Ich nehme mir nochmal eben meine Schere. Ah, jetzt habe ich zwei da. Weil hier gerade so viele Schafe sind, da kann ich ja schon mal ein bisschen Wolle klauen. Ha, du nacktes Schaf. Geh schwimmen. So. Oh, noch so ein, ey. Streck mir nicht den Arsch raus. Bah, die sind ja alle nackt hier. Was ist denn das für ein Volk? Ich habe gerade kleine Rucklers. Au. Jetzt bin ich hier reingefallen, so ein Scheiß. Da wollte ich gar nicht hin. So, aber die Wolle, die will ich haben. So, dankeschön. Du auch noch. Und du auch noch. So. Dann wollen wir mal schauen. Ich laufe erstmal diese Richtung hier. Ich hoffe, dass das, ja, das sollte ganz gut aussehen soweit. Ja, wir haben ein bisschen was zum Marschieren. Aber ich sag euch, dieser Platz wird einfach richtig gut werden. Hoffe ich mal. Nein, aber ich möchte einfach ein Platz haben, wo man auch wirklich cool was hinbauen kann, da wo man nicht, sag ich mal, einen halben Berg abtragen muss, wo man nicht irgendwie, ich weiß nicht, ihr kennt das ganze Spielchen, ja, und deswegen ist das ein bisschen blöd, wenn wir das jetzt alles da abtragen müssen, auch wenn wir so einen Berg abtragen sollten, ey, das würde ja auch irgendwann den Bogen im Let's Play einfach überspannen und deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich schaue mich nochmal ein bisschen um, guck nochmal, wo kann man sich niederlassen, ne, wo kann man noch was wo kann man noch irgendwie was machen und deswegen habe ich mich dann halt entschlossen, gehen wir woanders hin, weil wir waren ja auch noch nicht allzu weit und auch wenn wir jetzt ein paar Folgen lang nur, sag ich mal, eine Suchaktion gemacht haben, ist das natürlich auch okay. Ich sag mal, man kann natürlich nicht gleich wissen, ja, guck, da ist ein toller Platz, da sind wir auch. Und deswegen geht das natürlich so einfach mal, dass man das mal so macht. So. Haben wir noch ein Boot dabei? Nein, haben wir nicht. Aber bis darüber ist ja auch nicht allzu weit. Ich sehe ja schon das Ufer. Dann marschieren wir einfach mal darüber. Erstmal eine Pause gönnen hier auf dem Seerosenblatt. Ja, schon ein Stückchen geschwommen. So, weiter geht's. Ah, brauchen wir noch eine Pause? Na gut. Kurze Pause, kurzen Abstecher. So. Können wir hier rüber hüpfen? Zack. Ah, nicht ganz. So. Ja, Mensch.
Ich glaube, ich werde diese Folge eventuell auch ein bisschen länger machen, gerade aus dem Grund, dass wir die ganze Zeit am Suchen sind. Und dann schauen wir mal, wie das so wird. Ich könnte ja hier am Rand ein bisschen langlaufen, dann brauche ich nicht durchs Wasser hüpfen. La 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 la. Ja, ich hatte mir vorhin ein paar Koordinaten aufgeschrieben und da versuche ich jetzt wieder hinzufinden. Ja. Aber ich denke mal, es ist auch in eurem Sinne, weil wenn wir wirklich auch mal vernünftig was bauen können, dann ist das auch ein bisschen schöner, als wenn wir jetzt hier nur rumlaufen. Beziehungsweise es wird auch nachher noch viel geiler, wenn wir wirklich auch einen geileren Platz haben, wo wir nicht, wie gesagt, so einen Baum abholzen müssen, wo wir nicht, keine Ahnung, was machen müssen, um erstmal Platz zu kriegen. Deswegen habe ich dann gedacht, ja komm, dann suche ich nochmal eben Platz raus, wo wir auch wirklich eine Fläche haben, so wie hier zum Beispiel. Das wäre auch eigentlich eine ganz coole Fläche hier. Nur da ist natürlich kein Wasser. Und ich möchte ganz gerne am Wasser wohnen. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, mir das auszusuchen. Verstehst du das? Ich hoffe doch, ich hoffe doch. So. Hier haben wir unser Schneebiom. So, erstmal einen Weg durchkämpfen hier. Ah, Schlittschuh fahren. So. Wir haben noch ein bisschen was zu laufen. Dün, 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 dün. Ich muss aber diese Richtung ein bisschen mehr einschlagen hier. Ja, Mensch, was geht denn ab bei euch heute so? Denn ich glaube, es sind ja jetzt bei den meisten eigentlich so Ferien, oder? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Ferien habt oder nicht. Das wäre ganz nett von euch. Denn ich habe jetzt auf jeden Fall Ferien, erstmal. Für so eine Woche. Ha, lohnt sich, auf jeden Fall. Nee, aber das ist eigentlich ganz angenehm. Da kann ich ein bisschen was vorbereiten und so. Und dann läuft das. So. Jetzt gleich müssten wir eigentlich da sein. Oh, hier ist auch ein geiler Platz, ne? Hier ist ja auch nicht schlecht. Eigentlich. Sehe ich gerade mal. Ah, da ist dann gleich wieder das. Uah, nein! Alter! Okay. Dann gucken wir einfach mal, was hier drin ist. Ah, guck mal, ein bisschen Kohle. Die nehmen wir doch glatt mal mit. Wenn wir schon mal da sind, ne? Dann lohnt sich das wenigstens. Komme ich jetzt hier hoffentlich auch irgendwie wieder raus? Sieht so aus. Oh, da hinten ist ein Lava. Ein Lavasee. Geil. Geil! Da müssen wir sogar hin in diese Richtung irgendwie. Warte mal. Nee, wir müssen in diese. Müssen in diese Richtung. Ja, da sind wir doch gerade erst hergekommen. Oder müssen wir in diese Richtung? Warte mal. Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, wir müssen in diese Richtung. Wir müssen in diese Richtung. Aber sind wir nicht gerade aus dem Schneebiom gekommen? Eigentlich ja, ne? Naja, dann schauen wir einfach nochmal. Müssen wir nochmal so einen Abstecher durchmachen und dann sind wir auch hoffentlich gleich da. Jetzt haben wir schon fast wieder eine Hälfte der Zeit verschwendet hier mit rumlaufen, mit sinnlosem Getümmel. Aber es wird nachher hoffentlich ganz cool. So. Minus. Ich muss mal wieder gucken, kurz ein Stück zurück. Hier 19. Und dann in diese Richtung. Jetzt müssen wir in diese Richtung. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt hin müssen. So um und bei. Erstmal hier noch durch den Dschungel. Durch den Jungle.
Up to the Jungle. Aua. Mano. Weg da. Au. Müssen wir jetzt noch hinter dem Berg oder was? Oh, wo will ich denn hier eigentlich hin? Wo führe ich mich hier eigentlich selber hin, ist die Frage. So, einfach mal hier über den Berg hüpfen. Oing, oing. Huia! Schaffen wir das? Warte. Juhu! Ja, ja, ja! Okay, fast. Aua. Ey, ich sehe hier gerade gar nichts mehr, weil ich nur noch in diesen Blättern hüpfe, ey. Das ist ja... Das geht ja gar nicht. Fahren? Okay, habe ich auch noch nie gesehen. Aber cool. Gut zu wissen. So. Ich muss in diese Richtung, glaube ich. Ich muss auf 4, 5, 6. Ja, hier muss ich... Hier die Richtung ist schon ganz gut. Ich muss nur noch ein bisschen in diese andere Richtung halt. Wie auch immer ich jetzt da hinkommen werde, ich weiß es noch gar nicht. Mann, ich möchte doch einfach nur ein geiles Häuslein bauen. Und dann geht das auch schon wieder. So. Ah, ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur noch durch dieses Stück Dschungel durch. Und dann sollten wir theoretisch da sein. Nee, ich muss hier weiter lang. Ich muss hier weiter lang. Aber da ist auch schon wieder schnell. Hä? Boah, Junge, ey, diesen Baum. Yeah, baby. Den müssen wir mal holzen, ey. Was meinst du, was da abgeht? Ja, hier ist natürlich auch ganz cool. Ist auch ganz nice. Kann man sogar drinnen wohnen, so bis so groß ist das ausgehöhlt hier. Ja komm, die Kohle, die werden wir sicherlich später noch brauchen, deswegen nehme ich die einfach mal mit jetzt gerade. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Yeah, baby. Alles Kohle mit, sehr gut. Wie viel haben wir denn? Ah, fast 2 Stacks. Ja, fast 2 Stacks, das ist ganz gut. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Ich muss auf minus, was hatte ich mir denn aufgeschrieben? Ich gucke mal. Minus 719. So, das heißt, ich muss ja wieder in diese Richtung zurück, nicht wahr? Minus 719, das war hier. Und dann muss ich auf minus... auf minus 1700. Also ich muss jetzt hier quasi hier geradeaus gehen. Ja, dann tun wir das einfach mal. La da 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 yeah. A-di-di-bi-bi-di-bi-dau, yeah. So, sind wir schon da oder was? Boah, Junge, wir sind erst auf 1300. Das heißt, wir müssen noch relativ weit eigentlich. Ich will jetzt da ankommen. Ah, ich glaube, das ist hier schon die Wiese. I think. So, immer weiter geradeaus, dann kommen wir eventually da an. Also ich hoffe, dass wir da gleich ankommen. Das sollte ganz, ganz gut aussehen. Es sollte ganz gut aussehen. So, warte mal. Ah, la, 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 la. Ist voll anstrengend gerade. 1700 und... Keine Ahnung, hab vergessen. 4, 5, ne, hier rum.
Hier rum. Nun lauf mal, Bursche, ey. Yo. Alter, hier ist voll der Krater, Mann. Schick, schick. Mäh. So, 1600, also gleich sind wir da. 1600. Tausendsechshundert, 19, 18, 17, 18, 19, 16, 17, hä? Wo will ich denn hier hin, ne? 8, 7, 6. So, warte, ich laufe jetzt erstmal hier auf die 1000 Dingsbums hoch. Die 1700 und dann läuft der Rest von ganz alleine. Meine Güte, ey. Wir haben jetzt hier schon wieder Zeit ohne Ende vergoldet, aber naja. So, 1700. Jetzt gehe ich wieder auf 3. Scheiße, ich bin voll falsch. Ich muss hier rüber. Ich habe mich schon gewundert. Hä, was will ich da denn? Oh, guck mal, Quallen. Krieg ich da jetzt Quallengelee draus? Oh, Entschuldigung. Ich dachte, da kriege ich Fisch oder sowas. Aber scheinbar nicht. So, 1700. Da sind wir aber gleich, hoffe ich mal, oder? 4. Ich muss hier wieder weiter rüber. Sind wir auf dieser Seite, oder was? Nach Koordinaten laufen ist schon recht schwierig, ne? Oh, ein Krokodok! Schnappt nach mir. Tu mir bitte nichts. Alter, da ist noch eins. Hilfe! Arr, ich glaube, ich gehe besser. Tschüss! Ja, tschüss, Kollege. Ich gehe mal. So, ich muss. Boah, weißt du was? Ich habe jetzt gerade voll irgendwie das Dings verloren. Sekunde mal eben.